So, da sind wir wieder bei Let's Play Tomb Raider 2 mit Alisa. Und wir werden sofort angegriffen. Ah! Hilfe! Geh runter! Was zum... Ich hab doch springen gedrückt! Ah, je. Yeah. Geht ja gut los. Und nu? Warten. Worauf? Dass die Viecher runterkommen. Aha. Wir warten hier. Für. Bis zum Ende unseres Lebens. Das hätte ich jetzt nicht so laut sagen sollen. Nebenbei kannst du ruhig immer mal auf diesen Hebel, wie Dings da. Egal. Verdammt, warum. Da war doch keine Wand gerade eben. Nein, dreh dich doch! Warum dreht sie sich in der Luft? Nee, ja. Ich mag dich nicht. Dann probieren wir es eben mit hoher Gewalt. Hohe Gewalt ist echt eine Lösung. Dafür habe ich jetzt 2 Minuten fast gebraucht. Oh Gott. And now. And now there. Hey, wie gut animiert das aussieht. Das sah sogar bei Teil 1 besser animiert aus. Speichern vorher. Ich hab grad gespeichert. Rückwärts abspringen? Ja. Und drehen dabei. Ah ja, natürlich. Weil Core Design auch nichts Besseres zu tun hat, als diesen gleichen Scheiß 1000-mal in das Game einzubauen. Das ist so, als würde man Medipacks in einen Schrank packen und dann kriegt man kein Medipack raus. Was ein scheiß Vergleich. Das ist auch von Core Design. Jetzt muss er nach hinten, wo jetzt ist. Das kommt in Tomb Raider 5 vor. Das ist so sinnfrei. Achso. Guck mal, wer da jetzt auf einmal steht. Das ist total lustig. Nicht so in die Mitte gehen, weil sonst ja, ich sehe schon. Okay. Aha. Ja, jetzt stehe ich bestimmt eh mittig. Yay. So, jetzt ich hab's jetzt drauf. Speichern. Sie fliegen mir durch den Arm und ich krieg keinen Schaden. Okay. Okay. Jetzt mischen wir den Drachenwurm. Lass mich kurz jetzt einfach nur. Lass mich doch selbst kurz gucken. Ich muss bestimmt noch nicht an das Ding da oben. Du musst da gar nicht dran. Das war schlecht. Wer weiß, ob ich überhaupt hier hin muss. Brenn, Lara, brenn. Das ist das neue Spiel. Burn Raider. Ah, Gott, war der schlecht. Ach, das ist ein Block. Zum Ziehen. Warum auch immer man einen Block zum Ziehen da hat. Ah. Ah. Der Block ist eigentlich sowas von egal, du brauchst das gar nicht so zu machen. Ja, ich wollte doch nur wissen, was das ist. So, ich glaube, das sieht schon mal gut aus.
Hoffe ich. Ah, ich sollte eh nicht hoffen, ey. Das geht immer nicht gut. Ich muss aber noch weiter nach unten, stimmt? Ja. Ja, musst du. War ja nicht zu übersehen, diese flache Stelle. Und tada, wir haben einen nicht gefunden. Ich dachte echt, ich komme jetzt um die Ecke und dann liegt der Golddrache da. Lame. Nee, obwohl das wäre lame gewesen, aber das ist fast genauso lame. Aha. Was soll ich mit... Wie viele Granaten habe ich jetzt? 44 nur? Oh Gott, schlecht. Ja genau, ich stürze noch fast in meinen Tod, so ungefähr. Hier kommt nichts, weil du, Aria. Ich glaube, ich sollte mal speichern. Mhm. Ich speichere zu oft, meine Freunde. Es ist so offensichtlich. Ja. Ich glaube, ich denke zu kompliziert. Ich glaube, das ist bestimmt nicht die, das, was ich machen musste, aber... Porsche. Was? Wie? Wer bist du denn? Das Level Ende. Oh. Und wir kommen im... War. Wir kommen im War. Ja, wir haben jetzt das Level War. Ich mag die Typen nicht. Aber zum Glück kann man sie... was? Wer bist du denn? Warum bewegst du dich nicht? Die Uhr von dir her, guck mal da. Ja genau! Verfehle Lara! Du bist... Scheiße! Na? Möchtest du dich bewegen? Oder du? Oder alle drei, wenn ich den Hebel ziehe? das ist auch eine gute Möglichkeit, alle drei, wenn ich den Hebel ziehe. Nein, der Hort des Drachen. Genau, Lara, lern nicht zielen. Muss ich die ganze Zeit durch dieses Spiel kämpfen, aber deine Zielfähigkeiten lassen immer noch zu wünschen übrig. Und ich weiß, dass es in diesem Level keine Secrets gibt. Bist du mir sicher? Ich weiß, dass man so ein... Ah nee, ich spoiler jetzt hier gar nichts. Ich weiß, dass man einen... Ach komm! Das ist jetzt ein schlechter Witz. Ich weiß, dass man ein Item braucht, um etwas Bestimmtes zu töten und... Das andere ist bestimmt kein Secret, was mir gerade einfällt. Ich weiß nicht, wie ich... Ah! Du kannst wieder rein, du kannst hier wieder rennen und dann die kommen alle dahin. Triffst du auch gleichzeitig 8 Stück, das ist ein bisschen viel. Ich weiß in 8 oder 6. Okay. Ja, ja. Badam da da. Da da. Da da da. Ich bin todesmutig. Wahaha. Geht alle kacken. Oh.
Du bist jetzt auch tot, so. Es waren genau genommen, wenn ich richtig gezählt habe, 5. Dann waren es 5. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es kein Secret hier gibt. Musst du ja wissen. Es gibt das Ite überhaupt, was man, wofür man diese Reise überhaupt antritt und dann. Moment, das kann man ganz leicht testen. Endlich, er guckt nach. Guck, sag ich doch. Ja, Kids, sag ich doch. Yay, ich freu mich. Yay. Oh mein Gott. Ich hab was gewusst. Okay. Warum liegt hier nichts? Ah, doch, da liegt noch was. Von einem Toten. Okay, es waren vielleicht doch 6. Aha. Kann ich nicht mehr zählen? Egal. Ich hab gesagt 6. Ach, keine Ahnung, ist doch egal. Hab ich die. Naja, hab ich schon. Warum kann ich nicht auch solche tollen Wurfmesser nehmen? Das ist voll scheiße. Weil du nicht treffen würdest. Ich vielleicht, aber Lara will nicht treffen. Sagen wir es mal so. Hast du immer noch vergessen, dass du sie spielst? Du weißt schon, wenn sie schießt, dass sie selber zielt. Mich auch, ja, 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 ja. Das weiß ich ganz genau, dass ich da in dem Bezug recht habe. Am besten gehst du dann jetzt allererstes ins Wasser. Ey, hör auf, meine Gedanken zu lesen. Rote Haare. Ja. Geh ins Wasser. Da ist. Ich wollte doch noch was dazu sagen. Das ist der Typ, erdolcht hat und ja, der wurde jetzt zu einem Drachen. Warum auch immer, das ist wegen dieser Beschwörungsformel, bla bla bla, irgendwie sowas, denke ich. Geh ins Wasser, ich wollte noch was zu dem Typen sagen und geh ins Wasser. Aber man kann den ganz leicht besiegen, das weiß ich, es gibt nämlich einen Trick. Aber den Trick kenne ich noch nicht, anscheinend. Man kann ihn so hinter eine Säule packen, dass er festhängt und dann bleibt er dafür immer stecken und... Das ist ja langweilig. Du machst es ja nur richtig, oder nicht? Ich weiß auch nicht, wie ich das... Das habe ich einmal durch Zufall hinbekommen, also... Aha. Das wird eng, das wird eng. Das wird eng. Auftauchen, auftauchen, auftauchen. Pass auf, ja, wenn du dich hier mit Feuer erwischt, dann ist auch Leben weg. I know. Da 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 da. Ich werde mein Leben nicht mehr froh. Genau. Spring noch ins Wasser, damit du im Wasser stirbst und nicht wann anders. Ah. Da, tauchen, Lara. Tauchen. Weißt du, was das ist? Unter Wasser schwimmen. Nein, ich wollte doch kein Medipack. Oh Gott. Du musst den auch beschießen. Hä, mit welcher Waffe bist du doof? Ich hab die falsche gedrückt. Ich möchte Uzis benutzen. Ich kann auch Granatenwerfer nehmen, ja, ich weiß. Nö. Warum? Weil ich nicht treffe. Weil ich Lara spiele. Nein, das ist normal, dass man nicht trifft, weil der sich ja bewegt. Ja, deswegen sage ich ja, Lara kann nicht zielen. Ich würde mit dem Wurfmesser sogar noch treffen, wetten? Weil ich dahin ziele, wo die Person hingehen wird, rein theoretisch. Und nicht dahin, du verwirrst mich. Mir jetzt egal. Lara ist tot. Du hast gut Lara gespeichert. Ich kann auch tauchen. Ja, genau, ihr habt gut gespeichert. Oh, nein. Fail. Nein. Das ist gekonntes Speichern. Natürlich. Und das Laden und Speichern auch, ne? Oder der Stein. Das war's? Ah, ne, habe ich das Item überhaupt?
Welches Item? Läufst du mal bitte dahin und. Ach, ich muss rausziehen, so war das. Hä, wieso hast du ihn jetzt so schnell irgendwie getötet? Hä? Ey, Lara, nimm das raus. Nimm das raus. Ey, sie steht davor, man drückt die Aktionstaste und sie macht gar nichts. Hey. Nimm das raus. Ja, jetzt. Upsies. Da brennt's noch. Jojo. Ey, es brennt überall jetzt, aber. Warte. Oh Gott. Und damit wird dieses Level abgeschlossen. Ein Cutscene. Damit hätte Lara die Mauer ruiniert. Wer das wieder aufräumen muss. Ah, armes Schwein. Du tust mir auch schon leid. Der Dolch von Xian. So, dies ist jetzt das letzte Level, was gleich kommt. Aber vorher speichern und bis gleich.